Da kam die UE natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, um ihm eine Heimat zu bieten. Da gab es dann neue Verträge über die ersten 4 Symphonien, in denen Mahler ganz genau festgelegt hat, welche Fassung er gestattet zu publizieren, welche er dem Verlag als Verpflichtung auferlegt, welche Korrekturen sie durchführen müssen, bevor es an die Öffentlichkeit gehen darf. Beim Mahler muss Herzka eine auf Augenhöhe ebenbürtige Partnerschaft gebildet haben. Ganz viele neue Quellen.